Bau MT plus 2. Heute kriegt er ein bisschen was auf die Fresse. Und ja, ich habe hier noch so ein kleines Upgrade von den Akkuhaltern. Wir fangen an mit den Akkuhaltern. Ich zeige euch das eben und dann geht's ab auf die Piste. Mal schauen, was er so kann. Und zwar das Problem mit den Akkufächern, dass die immer rausfliegen. Klar kann man die von oben drauf stecken, dann halten die etwas länger. Aber wenn man auf dem Dach landet, fliegen die auch wieder raus. Ja, und ich habe mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht und bin zu einer, ja, meiner Meinung nach Lösung gekommen. So, ich habe hier Löcher reingebohrt. Das hat folgenden Grund. Wir stecken mal die Akkus rein. In diesem Fall von unten. Ja, und das hält ja eigentlich alles auf, ne? Und wenn die jetzt durch den Druck drücken, die sich dann rein und springen dann raus. Ich habe mir hier so 1,8 cm breit, 3 hoch, 3 mm Streifen zurechtgeschnitten. Die kommen dann hier rein. Somit kann der nicht mehr reingedrückt werden. Und das Ganze sichere ich hier mit so Klammern, Karo-Klammern ab. Die kommen dann hier durch, damit die halt nicht raus können. So, jetzt hat man nichts gesehen. Ja, einfach hier so Karo-Klammern durch. Die müssen ja nichts halten, das ist nur, damit die nicht rausfallen. Und der kann man nicht mehr reindrücken und ja, somit sollte der Akku fest drin bleiben. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt was anderes kaputt geht, wenn der Druck hier drauf kommt, ob der Halter das aushält, aber ich gehe davon aus. Also ich habe die Akkus jetzt nach unten, also von unten reingesteckt und jetzt teste ich mal das System, mal gucken, ob das hält oder nicht. Ja, dann machen wir ein paar Sprünge und dann wissen wir mehr. Lass den mal einfach nur fliegen, ohne da jetzt... Jetzt machen wir schneller, genau dasselbe. Also, es dürfen keine Drohnen hier fliegen. Okay. Da ist ein Schild. Ein Schild, ja? Das ist quasi wie eine Drohne, oder? Das Auto. Vorsicht, ich komme jetzt angefahren. Geh da ein bisschen weg. Jetzt versucht ihr noch weiter zu fahren. Weiter, höher! War schon nicht schlecht. Geht. Backflip geht. Geht auch ein Frontflip. Okay, ein Headflip geht. Doppelter geht auch. Mach ein bisschen mehr Gas und knall einfach voll drüber. Gesehen wie die Berlin. Nur auf eine, die war nicht ein Spielzeug. Das sind mein Problem. Der Dämpfer ist durch. Das ist traurig.
Oh Mann. So, kleines Fazit zum Creighton. Ja, wieder mal ein bisschen was zerstört. Rod End durch. Vorderes Diff ist durch. Wir hatten vorhin einen Lander gehabt. Da ist auch die Welle rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das da dran lag. Ja, das vordere Diff ist auf jeden Fall durch. Hinten ist ja dieses Vitaton, wie auch immer. Drinnen, das scheint okay zu sein. Aber ja, muss mal gucken, ob ich noch ein Rod End dabei habe. Dann fixen wir das eben. Und dann können wir zumindest die Akkus noch leer fahren. So, einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Servo hat ein bisschen rumgespinnt. Akkuhalterungen funktionieren bis dato. Noch ein bisschen rumspringen, mal gucken, ob sie weiterhin halten. Was machst du denn da? Hast du dich versteckt oder was? Den nächsten kannst du auch gleich machen. Fahr mal die zwei Hügel da aus. Ja, ne? Ja, den und den hier. Den kannst du mitnehmen. Autsch. Yes. Vorsicht. So, einen Toten und einen, der es tapfer durchgehalten hat. Also, Akku. Halterungen funktionieren. Bei den ganzen Landern werden die Akkus auf jeden Fall schon rausgeflogen. Das funktioniert. Ja, ein erfolgreicher Tag. Wenn das Auto so aussieht und noch fährt, war es ein erfolgreicher Tag. Na gut. Das hält nicht. Das war mir schon fast klar, dass das nicht halten wird. Geht, hält sich noch in Grenzen, also so dreckig ist er jetzt auch nicht. Ah, mit dem Servohorn, da muss ich noch mal dran. Ah, sonst scheint alles gehalten zu haben. Ja, sonst sieht alles gut aus soweit. Ja, das war's dann von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir wird es jetzt keinen Spaß machen, den Wagen sauber zu machen, aber das muss auch sein. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.